aus Köln. Der Presseclub mit Jörg Schönenborn. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Sonntagmittag. Wir müssen mal wieder über das Auto reden. Je nach Kontostand und Vermögen ist es entweder nur ärgerlich oder eine finanzielle Katastrophe. 8 bis 10 Millionen Besitzer von Dieselautos haben schon jetzt einen erheblichen Wertverlust. Aber wenn nicht noch ein politisches Wunder geschieht, werden sie ihre Autos im Laufe des Jahres Stück um Stück weniger nutzen können. Fahrverbote gibt es auch jetzt schon, aber die sind eher bequem eingerichtet. In Hamburg kann man die gesperrte Straße leicht umfahren. In Stuttgart verzichtet die Stadt bisher auf Kontrollen. Aber wenn Zug um Zug weitere Städte dazukommen, kann das politisch heikel werden. In Stuttgart demonstrierten am vergangenen Wochenende 700 Menschen in gelben Westen, wie die Demonstranten in Frankreich. Die Bundesregierung wirkt bei all dem eher hilflos. Die deutsche Verkehrspolitik ist ein Scherbenhaufen. Denn nicht nur Fahrverbote sind ein Problem, sondern auch die immer strengeren Klimaauflagen der EU, denen deutsche Autos nicht gewachsen sind, wenn nicht Drastisches passiert. Deshalb wird jetzt auch wieder über Geschwindigkeitsbegrenzungen und höhere Benzinsteuer diskutiert. Ein paar Schlaglichter zum Thema aus dieser Woche. Aufregung im Autofahrerland Deutschland. Eine Regierungskommission diskutiert gerade ein Tempolimit zum Schutz des Klimas. Millionen Deutsche blicken skeptisch auf die geplanten Dieselfahrverbote und dann das. Einige Lungenfachärzte um Dieter Köhler zweifeln jetzt den Stickoxid-Grenzwert an, der erst die Fahrverbote in vielen Städten zur Folge hat. Es sei einfach nicht plausibel, dass die geringen Konzentrationen Gesundheitsschäden verursachen. Und das ist Kritik an der bestehenden Meinung der Fachleute. Wenn sich so eine Gruppe mal gebildet hat, dann gibt es meist nur noch eine Botschaft. Stickstoffdioxid und vor allen Dingen Feinstaub muss schädlich sein. Wenn die Studien das nicht ergeben, muss man irgendwie so lange rechnen und drehen, bis man zumindest wieder in die Nähe kommt. Das ist leider der Fall. Und was sagt der Verkehrsminister? Andreas Scheuer hatte gepoltert. Die Vorschläge der Kommission seien gegen jeden Menschenverstand gerichtet und sozial unverantwortlich. Die junge Generation macht Druck. Die Politik solle die Klimakrise ernst nehmen und schnell handeln, gerade beim Thema Verkehrspolitik. Tja, ein breites Thema. Wir kriegen das sortiert. Jedenfalls bemühen wir uns gemeinsam darum. Und ich freue mich auf diese Gäste. Petra Pinsler ist wieder bei uns, Hauptstadtkorrespondentin der Wochenzeitung Die Zeit. Ich begrüße herzlich Gerald Traufetter. Er ist Wirtschaftsredakteur beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Bei uns ist heute Susanne Landwehr, Berlin-Korrespondentin der Deutschen Verkehrszeitung. Und herzlich willkommen Nikolaus Doll, Wirtschaftskorrespondent bei Welt und Welt am Sonntag. Herr Doll, der Verkehrsminister Scheuer hat heute in der Bild am Sonntag angekündigt, er wolle jetzt im Verkehrsministerrat in Brüssel bei der EU über die Umsetzung der Grenzwerte noch mal diskutieren, die Grenzwerte für Stickoxid und Fahrverbote. Glauben Sie, dass die Fahrverbote noch abzuwenden sind? Nein, glaube ich nicht. Und ich glaube, dass jetzt auch eine Diskussion auf EU-Ebene keine schnelle Lösung bringt. Diese Grenzwerte sind beschlossen worden vor vielen, vielen Jahren. 28 Länder haben sich darüber Gedanken gemacht. Ich glaube, der Minister sollte sich nicht der Hoffnung hingeben, dass man jetzt da ein neues Verfahren kriegt und eine Einigkeit von 27 EU-Staaten in der Frage erzielen kann. Frau Pinsler, zu den Ankündigungen gehört auch, dass man noch mal überprüfen will, wie die Grenzwerte bei uns überhaupt gemessen werden. Sind die Fahrverbote noch abzuwenden? Ich halte es mit meinen Kollegen, die werden kommen. Es ist ja auch ganz, ganz bizarr, dass der Verkehrsminister einer Bundesregierung, die mitbeschlossen hat und seit Jahren ja akzeptiert hat, jetzt plötzlich sagt, naja, jetzt will ich das Ganze noch mal überprüfen. Ich glaube, der Hintergrund ist tatsächlich, dass er sehr versucht, von seinem Versagen abzulenken. Ganz einfach. Und einen Schuldigen sucht dafür, dass er keine Politik gemacht hat. Frau Landwehr, bringen denn diese Ärzte, die jetzt den Sinn der Grenzwerte bezweifeln, das Ganze noch mal ins Wanken? Haben wir eine neue Diskussion? Auf jeden Fall eine andere Richtung in der Diskussion. Ich bin jetzt nicht ganz der Meinung, dass einfach diese Grenzwerte so sein müssen, wie sie im Moment, also die 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, wie derzeit vorgeschrieben ist im Bundesemissionsschutzgesetz. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Spielraum. Und im Moment ist ja auch die Bundesregierung dabei, das auszuweiten, dass es einen Spielraum gibt bis 50 Mikrogramm, sodass die Gerichte eben im Zweifelsfall nicht Fahrverbote verhängen müssen. Im Moment sind ja ungefähr 70 Städte in Deutschland betroffen. Und wenn man halt diese Toleranzgrenze hätte bis 50 Mikrogramm, wären es nur noch 20 Städte. Und das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich denke, dass man nicht Millionen von Dieselfahrern enteignen kann oder halt einfach diese Wertminderung von Fahrzeugen hinnehmen kann. Vor allem, weil ja auch die Fahrzeuge, die hier nicht mehr verkauft werden können, gehen ins Ausland. Und ich glaube, das kann nicht im Sinne Deutschlands sein. Herr Traufetter, wie vernünftig und zweckmäßig ist, was gerade passiert?
Naja, also wir haben Grenzwerte, wir haben ein Problem mit der Luftqualität in den Städten. Und insofern ist es nur folgerichtig, dass die Verwaltungsgerichte da jetzt Fahrverbote angeordnet haben. Sie hätten eigentlich schon vor 10 Jahren kommen müssen. Die Politik hat das geflissentlich übersehen und jetzt sitzen wir in der Falle. Es ist ja auch tatsächlich ganz irre, dass wir im Moment darüber diskutieren, ob es jetzt 40 oder 50 sind oder 60 oder 30 und nicht darüber reden, was wir seit Jahren versäumt haben und warum auch die Bundesregierung es bisher nicht geschafft hat, diejenigen, die ja schuld an dem Problem sind, indem sie schadhafte Autos produziert haben, die zur Verantwortung zu ziehen. Und weil man davon ablenkt, kriegen wir jetzt eine Diskussion um 30, 40 oder 50, die ja auch impliziert, dass wir... Ich glaube tatsächlich, es ist ein politischer Grenzwert. Es ist kein wissenschaftlich bewiesener. Man kann natürlich sagen, man nimmt 30 oder 50, aber das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist doch, wollen wir diejenigen, die unter Stickoxid leiden, und das sagt ja die große Mehrheit der Lungenfachärzte, der Ärzte, das sind die Schwachen, die Kinder und die Armen, wollen wir die schützen? Oder sagen wir, naja, so eine gewisse Mortalitätsrate nehmen wir einfach in Kauf? So zynisch ist das, glaube ich, im Moment. Die Automobilindustrie ist doch zur Verantwortung gezogen worden. Die Automobilindustrie hat in den Fällen von Volkswagen und Daimler, abgesehen, ich will jetzt gar keine Lanze für die brechen, aber hat doch Autos gebaut, die im Einklang mit den Gesetzen stehen. Das macht es doch so schwierig. Also ich will da mal doch scharf widersprechen. Es gibt eine sehr klare EU-Verordnung, die diese Manipulationen, die bei Volkswagen dann publik geworden sind im Jahre 2015, die klar benennt. Die Verordnung ist da und sie wurde, wenn man hätte gewollt, hätte man sie auch scharf umsetzen können. Und selbst als dann der VW-Skandal, der Dieselskandal aufgebrochen ist, hätte die Regierung natürlich mit dieser Verordnung einen Entzug der Typgenehmigung androhen können, den Autounternehmen. Das hat sie nicht getan. Und jetzt hat man praktisch die Autoindustrie da von der Stange gehen lassen. Und die Politik hat das nie mehr wieder eingeholt, was sie da kurz nach Ausbruch dieser Dieselaffäre als Fehler gemacht hat. Ich will noch mal die Perspektive der betroffenen Menschen einnehmen, die sich einen Diesel gekauft haben oder ihn fahren. Das sind Menschen, die bis zum Sommer 2015 Autos gekauft haben. Oft in der Überzeugung, dass sie damit etwas Gutes für das Klima tun, weil Dieselautos weniger CO2 ausstoßen. Bis 2015 sind diese Autos verkauft und gekauft worden. Ich habe mal nachgelesen, also die Grenzwerte stammen von 1999. Schon 2004 haben die Bundesländer den Bund gewarnt und haben gesagt, ihr müsst euch das angucken, da muss was passieren. 2010 die Europäische Kommission. Wie ist so etwas politisch möglich, Frau Landwehr? Das ist ja wie zwei Züge, die aufeinander zufahren. Also niemand will, dass Menschen giftige Gase einnehmen. Also das ist ja völlig unstrittig. Aber wie ist es möglich, dass plötzlich Menschen vor der Situation stehen, dass sie nicht mehr wissen, wie sie zur Arbeit kommen? Also das muss man der Regierung vorwerfen, dass sie da einfach zu langsam reagiert hat, dass sie nicht das Problem rechtzeitig gesehen hat. Es kündigte sich schon vor 1,5 Jahren an. Also da kam schon mal die erste kleine Anfrage der AfD, wie das denn sein kann, dass auf der Straße 40 Mikrogramm gelten, aber in geschlossenen Räumen 940 Mikrogramm. Das ist nicht nachvollziehbar und die Politik hat es wirklich eben dem rechten Rand überlassen, dieses Thema immer weiter voranzutreiben. Und im Moment würde ich sagen, wäre die Politik beraten, mehrere Lösungswege einzuschlagen. Also die Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes und die Ausweitung dieses Grenzwertes zielt ja auf die Gerichte ab. Das sollte auf jeden Fall passieren. Und ich hoffe, dass es durch den Bundestag durchgeht, weil es die Debatte ein wenig... Können Sie das noch mal erklären? Was passiert da gerade genau? Also im Moment ist gerade ein Gesetzentwurf im Bundestag. Da soll das Bundesemissionsschutzgesetz geändert werden. Da ist der 40 Mikrogramm Grenzwert festgeschrieben. Und Ziel der Gesetzesänderung ist, das auf 50 Mikrogramm auszuweiten. Dadurch haben die Gerichte die Möglichkeit, nicht sofort, wenn eine Stadt eben 40 oder über 41 Mikrogramm erreicht, eben nicht sofort Fahrverbote auszusprechen, sondern die Gerichte können warten bis 51 Mikrogramm und dann können sie möglicherweise oder müssen dann sogar, das ist im Moment noch ungeklärt, aber wie gesagt, das Gesetz ist im Moment im Bundestag und da denke ich, sollte die Regierung, der Bundestag auf jeden Fall dem nachgehen und auf jeden Fall, es ist überhaupt nicht einsehbar, dass die Industrie, die es verursacht hat, nicht zahlt, also nicht die Nachrüstung übernimmt und einfach die Verbraucher im Regen stehen lässt. Aber das ist doch der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist doch, dass wir eine Industrie haben, die nachweislich schadhafte Autos gebaut hat und bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen wird, das Ganze nachzurüsten. Dann hätten wir das Problem lange nicht. Und was im Moment passiert, ist quasi so eine Umlenkung. Frau Pinsler, nur zur Klarheit, nach meinem Verständnis, wir reden ja über einen kleinen Teil von Autos, die zum Zeitpunkt der Herstellung
manipuliert waren. Also angeblich kommt über einen anderen Teil, der eigentlich die Vorschriften genau erfüllt hat, oder? Also wir reden über 60% des Autoverkehrs in den Städten, wenn es um die Stickoxide geht. Also das, was an Stickoxiden in die Luft gepustet wird, da 60% kommt aus dem Autoverkehr und da ist ein Großteil der Dieselautos. Nee, nochmal, meine Frage war, wir haben 15 Millionen Dieselautos in Deutschland, davon sind nur 5 Millionen so modern, dass sie nicht betroffen sind, also Euro 6 oder neuer. Und die anderen 8 bis 10 Millionen sind ja zum großen Teil, zum Zeitpunkt der Zulassung, völlig regelgerecht hergestellt worden. Also, das habe ich vorhin gemeint. Wir müssen bei der ganzen Diskussion vielleicht einfach mal zwei Sachen auseinanderhalten. Mhm. Es gibt Auto, wie der Kollege Trautvetter gesagt hatte, die sind manipuliert. Ja. Da wurde eine illegale Software aufgespielt. Und da gibt es meiner Meinung nach auch überhaupt gar keinen Zweifel, dass diese Autos aus dem Verkehr gezogen, ersetzt werden müssen und das vollkommen auf Kosten der Industrie. Und das hätte wirklich schon längst passiert. Das hätte passieren müssen, schon längst. Wir haben aber ist da jemand anderer Ansicht? Ja, also ich würde den Kreis der Autos, die eindeutig illegal sind, noch mal weitaus größer ziehen. Also wir haben die Volkswagen. Gut, aber Sie stimmen zu, dass Hersteller, die Autos verkauft haben, die nicht regelgerecht waren, eigentlich umrüsten oder entschädigen müssen. Gar keine Frage. Und das schon seit Jahren. Stimmen Sie seit Jahren. Ja, ja. Nur, wie gesagt, der Kreis der Autos ist größer. Und Sie hatten das eben sehr schön erklärt, wie der Wissensstand eigentlich immer schon war, dass es eben eine Diskrepanz geben muss zwischen dem, was da in den Laboren gemessen wird, und dem, was dann nachher auf der Straße aus den Autos rauskam. Und es ist ja gar nicht mal so, dass nicht nach 2015 sogar noch Autos verkauft wurden. Wir haben im Mai 2017 mit dem Spiegel einen Porsche Cayenne getestet und haben eine Abschalteinrichtung gefunden. Auf einmal war Porsche ganz erstaunt. Und danach mussten sie es auf einmal einräumen. Und der Verkauf dieser Autos lief also tatsächlich auch noch nach Ausbruch des Dieselskandals weiter. Insofern, wenn wir über Enteignungen sprechen, die jetzt hier im Raume stehen, dann sind die Enteigner nicht der Staat, sondern dann sind die Enteigner sind die Autokonzerne. Okay, klar. Aber gut, das heißt, es gibt keine Autos, die jetzt betroffen sind und die man so hätte bauen und verkaufen dürfen? Oder ist es eine Mischung von beidem? Sie meinen betroffen von den Fahrverboten? Nee, Ihr Punkt war ja jetzt, dass Sie sagen, enteignet haben die Hersteller. Ja. So, sind alle betroffenen Autos falsch gebaut oder ist es eine Mischung von richtig gebauten und falsch gebauten? Ja, also ich meine, es gibt Autos, die schalten einfach ihre Abgasreinigung bei 17 Grad ab. Ich merke, wir kommen in den Wald, aber dahinter steht ja die Frage, wer verantwortlich ist. Wir halten fest, also mindestens zu einem Teil die Hersteller, die etwas verkauft haben, was man so nicht verkaufen durfte. Und natürlich die Politik, die das schon mit zwei ziemlich zugedrückten Augen Das wäre die andere Frage. Warum haben wir eigentlich das Problem nur in Deutschland? Ich habe jetzt noch nichts von Fahrverboten in Italien, in Holland, Luxemburg gehört. Wir haben zwei Probleme in Deutschland. Wir haben eine große Koalition. Wir haben ein Verkehrs- und ein Umweltministerium. Ist die Luft schlechter, oder? Nein, aber wir haben zwei Ministerien, die sich weder vor noch hinter den Kulissen einigen können. Das merken wir bei den Hauptstadtterminen, wenn wir da sind. Da erzählen dir die am Vormittag, die einen das eine und die anderen erzählen dir genau das Gegenteil. Das heißt, hier wird in dem schon seit längerem CSU-geführten Verkehrsministerium massiv gegen das Umweltministerium, SPD geführt, angearbeitet. Und das schon sehr, sehr lange. Das macht eine Einigung so schwierig. Der andere Punkt ist, wir haben die Klagen der Deutschen Umwelthilfe. Die gibt es so in den anderen Ländern nicht. Und das dritte Problem, das wir haben, ist, dass wir halt sehr korrekt sind als Deutsche und dass wir die Messstellen, ich will gar keine Messstellendiskussion führen, ich will auch keine Grenzwertdiskussion führen, ich halte sie für falsch, aber dass die Messstellen halt so aufgestellt sind, dass wir wirklich deutlich schlechtere Luft haben als beispielsweise in Wien. Dort gibt es einen Messstellenkatasterplan und dort stehen die nicht direkt an der Straße. Ja, wir haben noch einen Punkt, aber man muss doch gerade über die Messstellen sprechen, weil man muss doch erstmal Fakten haben und man muss die ganze Diskussion versachlichen. Und das geht nur, indem man erstmal guckt, welche Messstellen stehen denn richtig. Und es gab ja letztlich einen Beitrag beim NDR und da wurde nochmal geguckt in Stuttgart am Neckartor, dass das viel zu nah eigentlich an der Straße steht, dass es einfach falsche Standorte gibt und dass es einfach erstmal alle Messstellen überprüft werden müssen. Das Problem ist,
ist aber, dass jetzt, wenn, selbst wenn das BMVI das wollte, müsste es mit den Ländern kooperieren, weil das Ländersache ist und da kommen die gar nicht weiter. Also wenn sie das machen wollen, müssen sie halt gucken, dass die Länder kooperativ sind und das eben dann auch wirklich überprüfen, dass man einfach mal eine vernünftige Datenbasis hat. Ich glaube, daran krankt sie haben, die gesamte Diskussion. Sie haben vorhin schon angesprochen, die AfD hat das Thema sehr früh entdeckt und auf die Probleme hingewiesen. Die FDP ist nun sehr deutlich geworden. Die CSU hat ihre Position geändert und versucht nun in Brüssel irgendetwas zu regeln, was sich vielleicht nicht regeln lässt. Wie viel Sprengkraft hat dieses Thema? Das sieht man ja in der Diskussion. Es hat eine große Sprengkraft. Wobei ich glaube oder ich hoffe, dass diese Diskussion sich bald erledigt ist falsch gesagt, aber dass man irgendwann eben zu den Fakten kommt, wo stehen die Messstellen, ist es wirklich gesundheitsschädlich? Die einen sagen, das sind Lungenfachärzte, die anderen das sind Institute, die haben das gemessen. Da steht einfach Aussage gegen Aussage und das haben wir ganz oft in der Verkehrspolitik. Dann irgendwann ist es nur noch ein Gutachterstreit und keiner kommt mehr hinterher. Also das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Was ich einfach glaube, ist, dass man diese Dieseldebatte auf jeden Fall mal bald beenden muss, weil es ganz, ganz andere Themen gibt in der Verkehrspolitik, die auch sehr, sehr wichtig sind. Also was machen wir mit alternativen Kraftstoffen? Was ist mit der CO2-Bilanz, wenn wir jetzt alle unsere Diesel verschrotten? Ich meine, der Diesel war immer ganz, ganz lange das Allheilmittel, damit wir unsere CO2-Bilanz verbessern können. Und plötzlich ist er einfach nicht mehr gut genug dafür. Ich warte auf die Zahlen im nächsten Jahr, CO2-Bilanz für 2018, 2019. Dann wird das alles wieder hochgehen. Es ist ja auch schon, die Zahlen der Emissionen, Treibhausgasemissionen, die sind ja wieder hochgegangen. Und das ist dann das nächste Problem. Frau Pinsler, Herr Traufeder. Ja, ich möchte noch mal zurück, was Kollege Doll gesagt hat, weil er es aufgeführt hat, warum sind wir eigentlich in dieser verrückten Situation? Er hat drei Gründe genannt. Und der vierte, der, glaube ich, noch mit dazu kommt, ist, dass wir seit langem ein Verkehrsministerium haben in CSU-Hand, was eigentlich keine Verkehrspolitik macht. Und was jetzt so an die Grenzen des eigenen Versagens stößt, was seit Jahren weiß um die Probleme mit den Stickoxiden. Das ist ja bekannt gewesen, schon vor dem Dieselskandal, zumindest unter Experten. Das weiß, dass wir bei der Klimafrage im Verkehr ein Riesenproblem haben, was auf uns zurollt und was jetzt, glaube ich, ähnlich wie bei anderen Themen, CSU geführt, ein bisschen riecht, dass es ein Thema ist, wo man möglicherweise Angst haben muss vor der AfD und vor dem rechten Rand. Und statt dagegen zu halten und zu sagen, wie wir es in einem anderen Bereich sehr positiv gerade am Wochenende erlebt haben, nämlich bei der Kohle, wir gestalten das Ganze, wir verändern unsere Verkehrspolitik, so wie es die meisten anderen Länder ja tatsächlich machen. Wir sind da ja weit hinterher. Stattdessen sagt man, naja, wir diskutieren jetzt um 40 oder 50. Und das ist tatsächlich, so sehr man, glaube ich, unter Lungenfachleuten darüber diskutieren muss, was Menschen krank macht, ist es politisch die falsche Diskussion. Es gab diesen wunderbaren Soziologen Beck, der hat mal gesagt, Grenzwerte, das ist die politisch vereinbarte Definition unserer Vergiftung. Also eigentlich sollten wir Schadstoffe gar nicht in der Luft haben, aber ein paar leisten wir uns und darüber einigen wir uns. Und da haben wir uns politisch auf 40 geeinigt. Wir hätten uns auch auf 30 oder 50 einigen können. Das Entscheidende ist aber doch, dass wir in solchen Industrienationen wie in der wir leben, die reich sind, die Schadstoffe möglichst runter regulieren sollten. Und wir können es ja, andere Länder können es auch. Und ich glaube, darüber sollten wir reden. Es ist ja auch ich halte mal fest, wir haben es mit Unternehmen zu tun, die, sag mal, sehr fahrlässig Autos auf den Markt gebracht haben und dabei auch nicht kontrolliert oder behindert wurden. Wir haben es mit einer Politik zu tun, die in der Regierung uneinig und uneindeutig ist, die das Ganze aber auch hat laufen lassen, weil es irgendwie nicht sichtbar war und nicht wehtat, weil irgendwie keine wirklich praktischen Konsequenzen zu sehen waren. Wir machen gleich den Sprung zum Thema Klima, Verkehr. Wie kriegen wir das überhaupt in den Griff? Aber ich will jetzt jenseits der Frage, ob der Grenzwert richtig ist, ob er richtig gemessen ist, ob die Lungenfachärzte recht haben oder nicht recht haben, nochmal auf die gesellschaftliche Situation kommen. Es passiert ja etwas, wo Menschen einen Eingriff in ihren Alltag erleben und auch in ihr Eigentum, wie es das bei uns üblicherweise nicht gibt. Unsere Politik ist immer darauf gerichtet, dass man vorsichtig lenkt, dass, wenn sich etwas verändern muss, auf soziale Interessen Rücksicht genommen wird, dass man guckt, wer das alles tragen kann, wer damit umgehen kann. Wir laufen ja jetzt hier auf eine Situation zu, wo viele Menschen plötzlich ein erhebliches Problem in ihrem Alltag haben. Deshalb nochmal meine Frage, welche Sprengkraft hat das? Also ich glaube, die Sprengkraft ist enorm, aber man muss im Prinzip darauf achten, das Problem auch an die richtige
an den richtigen Adressaten zu lenken. Also ich widerspreche da doch sehr diese Bemerkung, dass da jetzt dass es da einen Wissenschaftlerstreit gibt, sondern es gibt tatsächlich eine klare Auffassung der etablierten Medizin und Epidemiologie, die da sehr klare Ansagen gemacht hat. Und also ich würde mich nicht trauen, da jetzt einfach das über Bord zu werfen. Zumal man sagen muss, darf ich noch mal auf meine Frage zurückkommen? Vielleicht mache ich es noch mal deutlicher. Wenn ich Energiekonzern bin und ein Atomkraftwerk betrieben habe und das nun durch Gesetzesentscheidung nicht mehr darf, werde ich dafür entschädigt. Wenn ich nach Stuttgart einfahren und pendeln muss und irgendwann die Stadt anfängt, das auch zu kontrollieren und ich ein Auto habe und mir nicht leisten kann, es zu wechseln, weil ich kein Geld für ein neues habe, im Zweifel dort nicht mehr zur Arbeit fahren kann, wer entschädigt mich dann? Also naja, meine Frage ist, welchen Vertrauensschutz? Es gab die Idee, die jetzt so ein bisschen in der Diskussion in den Hintergrund getreten ist, dass man mit Hardware-Nachrüstungen an dem Auto eine Lösung erzielt, dass die Leute eben mit ihrem Euro 5 Fahrzeug auch wieder nach Stuttgart reinfahren können. Und dass das auch eine Lösung ist, die Industrie zu bezahlen hat. Das wäre ja eine soziale Lösung gewesen. Da ist der Minister nicht richtig weit gekommen, weil er das Problem hat, die Autoindustrie eben dazu nicht richtig zwingen zu können. Insofern hätte man dieses Problem, auch das soziale Problem, entschärfen können. Und ich meine, ich kann den Leuten, die da in Stuttgart jetzt auf die Straße gehen, also ja, ich kann die natürlich gut verstehen. Nur sie müssen natürlich dann, ich sag mal, die Richtigen in ihren Protesten ansprechen. Herr Dolph, sind 700. Also wenn Sie auf die soziale Sprengkraft abheben, dann glaube ich, ist die im ersten Moment geringer oder sie fällt geringer aus in Deutschland als jetzt im Beispiel Frankreich. Ich glaube nicht, dass wir so eine Gelbwesten-Situation hier in Deutschland kriegen werden, denn ich glaube, das entspricht nicht unserer Mentalität und außerdem löst der Deutsche ja solche Konflikte gerne vor Gericht, wie wir jetzt irgendwie mitgekriegt haben. Ich glaube, dass die soziale Sprengkraft, und es ist ja eine Enteignung von ganz vielen Autofahrern, die das Auto ja nicht zum Vergnügen haben, sondern auch, um eben zur Arbeit zu kommen und sich im Alltag zu bewegen. Ich glaube, dass die Sprengkraft eine viel langfristigere sein wird und dass wir über einen längeren Zeitraum hohen Unmut bei den Leuten erzeugen werden, der auch zu Vertrauen in die Politik führt, wenn nämlich dann diese ganzen emissionsfreien Autos da sind, die Elektroautos, und wenn wir dann feststellen werden, wie wir doch eingeschränkt sein werden durch diese Fahrzeuge und vor allen Dingen, was die alle kosten werden. Und dann werden viele Leute merken, dass es ein Auto für 15.000 und 20.000 Euro eben einfach zumindest für die Anfangszeit nicht mehr geben wird. Und dann müssen die diese verkorkste Verkehrspolitik und diese verkorkste Verkehrswende bezahlen, die das wenigste Geld dafür haben. Und das könnte ich mir vorstellen, wird Unmut bei den Leuten erzeugen. Und das wird populistischen Parteien die Möglichkeit geben, dieses Thema noch weiter zu besetzen, als sie das jetzt getan haben. Das heißt, die Folgen werden längerfristiger sein. Frau Landwehr. Eben. Das denke ich auch. Also es wird nicht so sein, dass es dann diese Gelbwesten-Proteste gibt, einen großen Aufschrei, sondern es wird eben unterschwellig immer wieder kleinere Proteste geben. Es wird eigentlich die ganze Verkehrspolitik diskreditiert sich. Also alles, was, ja, aber dann noch mal mehr. Also zum Beispiel, man sieht ja auch, egal welches Infrastrukturprojekt angegangen wird, es wird dagegen protestiert. Mittlerweile gibt es ganze Handbücher für Bürgerbeteiligung. Die ganzen Planungsprozesse für Infrastruktur dauert unheimlich lange. Es ist auch egal, ob es für die Straße ist oder für die Schiene oder für die Binnenschifffahrt. Scheuer musste gerade ins Inntal fahren, weil da eine zweigleisige Strecke gebaut wird für den Brennertunnel als Zulauf. Was hat er gemacht? Ja, und wir planen vielleicht noch mal anders und machen vielleicht dann irgendwie eine Umleitung dann um dieses Dorf, wo halt sich die Proteste geregt haben. Das geht natürlich alles nicht. Und wie gesagt, Sprengkraft nein, aber so ein permanenter Stachel, dass einfach diese ganze Verkehrspolitik überhaupt nicht vorankommt, dass wir mit dem, was wir leisten müssen, nicht vorankommen. Ich meine, schauen Sie sich die Rheintalbahn an. Der Gotthardtunnel ist fertig und wo stehen wir? Fehmarn, die Verbindung nach Dänemark. Die Dänen sind unheimlich weit. Und wo stehen wir? Wir müssen immer wieder sagen, naja, es dauert doch noch mal 2 Jahre länger, doch noch mal 2 Jahre länger. Und das ist unverantwortlich. Ja, umso fataler finde ich es, die Diskussion, die wir jetzt führen. Ich halte sie für überflüssig. Ich bleib dabei, ich finde es falsch, dass wir jetzt darüber diskutieren, ob der Grenzwert richtig ist oder nicht, oder über Messstellen stehen die richtig oder nicht. Es gibt Gesetze, es gibt Vorgaben. Und die sind zu erfüllen. Ob uns das jetzt gefällt oder ob uns das nicht gefällt. Und wenn Herr Scheuer mit den EU-Verkehrsministern jetzt über Grenzwerte und über neue Regelungen
diskutieren will, dann muss ich sagen, es gibt Regelungen und wir müssen gucken, dass wir sie irgendwie einhalten. Ich glaube, es gibt ja Regelungen, die noch viel weitergehend sind, nämlich die Vereinbarungen über den CO2-Ausstoß. Letztlich die Klimaschutzvereinbarungen innerhalb der Europäischen Union, die ja für den Verkehrssektor Regeln vorsehen für das Jahr 2020, von denen wir heute wissen, dass sie gebrochen werden, dass die Hürde gerissen wird, also sehr viel deutlicher als bei den Stickoxiden. Es gibt verschärfte Anforderungen an den Verkehr für 2030, wo heute jede Fantasie fehlt, wie deutsche Autos und Autofahrer das erreichen wollen. 2050 soll es klimaneutral sein. Kurzum, das, was wir jetzt im Kleinen an diesem Beispiel Dieselfahrverbote in Großstädten diskutiert haben, gilt ja eigentlich für den Autoverkehr insgesamt. Deswegen hat das eine sehr wohl was mit dem anderen zu tun. Und deswegen finde ich, werden diese Diskussionen auch sehr interessant. Man muss sie miteinander verbinden. Wenn ich einen Krimi schreiben würde und ich wollte mir vorstellen, da ist eine böse Autoindustrie, die sich eigentlich nicht verändern will, was jetzt nicht so völlig aus der Welt ist, dann würde ich versuchen, die Werte für Schadstoffe, die in der Welt sind, zu diskreditieren. Das ist diese Woche sehr geschickt passiert mit diesen 100 Lungenfachärzten von 4.000, muss man sagen, die ein Papier geschrieben haben, wo sie sagen, naja, ob das jetzt so giftig ist, weiß man gar nicht. Ich habe noch keinen Stickoxid-Toten erlebt. Was stimmt? Es gibt auch keinen Zigarettentoten. Man kann nicht sagen, wenn Sie eine Zigarette rauchen, kommt Ihr Krebs durch die Zigarette. Es gibt aber, man kann Wahrscheinlichkeiten herstellen. Aber wir sind ja bei dem Prinzip Politik, das dahinter steckt. Genau, und deswegen glaube ich, Regeln irgendwie zu setzen und dann aber wenig dafür zu tun, dass sie eingehalten werden. Nein, erlauben Sie mir noch zwei weitere Sätze, weil wir, glaube ich, wir verstehen, was da passiert, wenn wir die Brücke von dem einen zum anderen machen. Es haben also ein paar Ärzte geschafft, den großen politischen Konsens, den wir haben, der sagt, Stickoxid ist in der Regel nicht gut und für Kranke und Kinder sogar schlecht. Naja, das wissen wir nicht so genau, ob das stimmt. Der ist also diskreditiert durch diese 100 Ärzte, bei denen ja gar nicht nur Ärzte mitgeschrieben haben, sondern, wie wir mittlerweile wissen, auch ein Ingenieur, der bei Daimler gearbeitet hat. Der hat aber den großen Konsens, dass dieser Grenzwert nicht gut ist, quasi untergraben. So, und jetzt kommen wir aufs CO2. Wenn das schon beim Stickoxid nicht wirklich stimmt, dass das schlimm ist, stimmt es denn dann beim CO2? Und dann sind wir ganz schnell bei der Klimafrage und der Frage, müssen wir denn tatsächlich wegen des Klimawandels was ändern? Und ich finde, dann wird die Diskussion interessant, dass wir darüber diskutieren, ob die Autoindustrie was ändern muss, darüber diskutieren, ob die Grenzwerte gut stimmen. Aber wir haben ja eine politische Situation, in der in Deutschland keine ernsthafte Diskussion über die Gefahr des Klimawandels geführt wird. Noch nicht, die AfD fängt es an. Ich finde ganz interessant an der Diskussion, dass es mittlerweile durchaus Autokonzerne gibt oder auch Konzernlenker, die das Problem verstehen. Und das eigentliche Problem, was die deutsche Autoindustrie hat, ist ja gar nicht der Diesel, sondern es ist das Problem, dass sie die Zukunft verschläft oder zu verschlafen droht und nicht in die Elektromobilität umsteuert. Und Herbert Diess, VW-Vorstandschef, der hat das ganz klar adressiert. Das muss laufen und bis 2030 will er da sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Damit Elektroautos produziert werden können, die dann auch die entsprechenden Grenzwerte einhalten. Nicht nur die NOx-Werte, damit haben die überhaupt kein Problem, aber auch die CO2, die Treibhausgaswerte. So, und jetzt muss die Politik ihn aber unterstützen. Das kann man nur, indem man einen Rahmen setzt, damit die Menschen im Jahre 2030 oder auch natürlich schon in der Zeit bis dahin anfangen, diese umweltfreundlichen Autos zu kaufen. Dazu muss man natürlich dann das Verbrennungsauto teurer machen. Und es ist ja interessant, dass nachdem die Geschichte von uns über diese Fachgruppe da geschrieben wurde mit den drakonischen Maßnahmen, also Spritsteuer und Tempolimit und so weiter, da war ja ein Konzern sehr ruhig, nämlich VW. Denn es ist natürlich genau das, was sie brauchen. Sie brauchen flankierend. Nicht der Aufsichtsratsvorsitzende, der hat sich sofort dagegen gestellt. Aber ja, aber der gehört auch noch möglicherweise zu den alten Kräften. Und die neuen Kräfte waren sehr, sehr ruhig, denn sie brauchen das eben. Aber auch da ist der Prozess interessant. Wir haben zwei Gruppen. Die eine hat das Verkehrsministerium beraten, die ist noch nicht fertig mit ihrem Bericht, was im Verkehr passieren muss, um klimafreundlich zu werden. Die andere hat das Wirtschafts- und das Umweltministerium, also die Bundesregierung, beraten, was in der Energiebranche passieren muss. Und die sind mit einem großen Konsens am Wochenende zu einer guten Lösung gekommen. Auch weil die Politik das in dem Fall positiv flankiert hat. Mhm. Im Verkehr ist genau das Gegenteil passiert. Es sind so ein paar schlimme Dinge aus dieser Kommission in die Öffentlichkeit geraten. Und sofort sagt der Minister, ja, das ist alles ganz schlimm und eigentlich will ich auch gar nichts ändern. Mhm.
Ja, der hätte sich mit dem VW-Chef unterhalten sollen, bevor er da gesprochen hätte. Ja. Wir sind ja dabei, Muster zu erkennen. Und wenn ich noch mal auf das Thema Klima gucke, oder was auch immer, der Verkehr ist zu giftig, den wir täglich alle verursachen. So, das wissen wir. Und wir wissen, wir laufen da irgendwie vor eine Wand, wo es nicht weitergeht. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen den ganzen Verkehr ungiftig, das ist die Idee Elektroauto, oder wir stellen in Frage, ob wir weiterhin so viel Verkehr verursachen können. Das sind zwei völlig verschiedene Fragen. Also ich wollte noch einmal ganz kurz auf diese die Zweifel an den CO2-Werten kurz eingehen. Natürlich kann man das bezweifeln und die AfD wird es bestimmt auch tun und sie hat es auch schon längst getan. Aber was ist denn besser, zu sagen, wir schätzen das jetzt realistisch ein, vielleicht schaffen wir das nicht bis 2030 mit unseren Zielen, Klimazielen für den Verkehr. Jetzt gerade 2020, Sie sagten es, wir haben es gerissen. Ich meine, wenn man es nicht schafft, dann sagt man das doch vorher, sonst macht sich doch die Politik noch viel unglaubwürdiger. Und es gibt Berechnungen, dass man es kostengünstig oder auch sozial verträglich, volkswirtschaftlich verträglich gar nicht schaffen kann, bis 2030 zum Beispiel im Verkehr die Treibhausgase so stark zu senken. Aber das möchte ich erleben, dass eine Bundesregierung sagt, wir schaffen es nicht, den Klimawandel zu bekämpfen. Darum geht es ja am Ende. Ja, aber also, wir wissen das ja. Also, Herr Doll. Sie hatten angesprochen, wie wir zu einem klimaneutraleren Verkehr kommen wollen. Und also die zweite Variante, die Sie genannt haben, die wird nicht funktionieren. Weniger Verkehr, das wird es nicht geben. Sie können die Leute ja nicht zur Nichtmobilität erziehen und sagen, ihr bleibt jetzt alle zu Hause sitzen. Und ich glaube auch nicht, dass die meisten hier im Land unterwegs sind, weil sie spazieren fahren oder weil sie so Lust drauf haben, sondern viele pendeln einfach zur Arbeit und müssen Dinge erledigen von A nach B. Ob man sich generell immer das Essen nach Hause liefern lassen muss und alles bei Online-Versandhändlern einkauft, das soll sich jeder selbst überlegen. Da könnte man zum Beispiel sehr viel tun an seinem eigenen Verhalten irgendwie. Der zweite Punkt ist, wir müssen tatsächlich den Verkehr, den es gibt und der ansteigen wird, den wir nicht zurückdrehen können. Die Leute, die hinter der Deutschen Umwelthilfe zu Teilen auch stecken, deren Ziel ist es ja, weniger Verkehr in die Städte zu lassen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Du musst ihn verlagern. Zum Beispiel auch über den öffentlichen Verkehr. Aber das Problem ist, und das wird ja auch kommen und das wird ausgebaut, aber der ÖPNV, das auszubauen, ist teuer. Das braucht Platz, das braucht Geld und Planungsbereitschaft und Planungskapazitäten in den Städten. Ich glaube, dass das alles kommen wird und dass das eine mittelfristige Lösung sein wird und muss, aber nicht in 1, 2, 3, 5 Jahren. Was schneller wirken wird, ist, wenn wir alte Diesel aus dem Verkehr ziehen und wenn wir auf Elektroautos umsteigen. Und was nichts bringt, ist eine Diskussion um Tempolimits und ähnliche Dinge. Das wird uns nicht retten. Aber trotzdem müssen wir natürlich endlich mal anfangen, den öffentlichen Personennahverkehr auszubauen. Naja, passiert doch. Das passiert nicht. Also ich meine, bis vor einem Jahr, würde ich mal sagen, gab es ja noch nicht mal eine Diskussion darum. Und es ging natürlich immer mehr Geld in den Ausbau der Straßen und weniger in den Ausbau der Bahn und dem Bussystem. Also das muss natürlich dringend geändert werden. Das Problem der Deutschen Bahn, und die kennen wir alle, die wir Bahn fahren, ist jetzt nicht, dass die Leute nicht umsteigen würden, sondern die Bahn kommt einfach nicht dahinterher, die nötige Infrastruktur bereitzustellen und die nötigen Züge zu kaufen. Also da gibt es schon ein Umdenken. Aber ich meine, wer möchte schon, dass eine Bahnlinie hinter seinem Haus gebaut wird? Wer möchte eine neue Straßenbahnlinie vor seiner Wohnung haben? Aber eine Umgehungsstraße schon. Ja, eine Umgehungsstraße schon, klar. Weil das, ich glaube, ja. Wir denken das auch immer noch zu eng. Wir denken auch diesen Begriff der Freiheit und der Mobilität zu eng. Ganz ehrlich, wir haben unser Auto vor einem halben Jahr abgeschafft. Jetzt wohne ich in der Stadt, das muss ich dazu sagen. Auf dem Land ist die Situation eine ganz andere. Was nur eine Minderheit tut, in großen Städten wohnen. Ne? Also die Masse der Bevölkerung. Wohnt aber in Mittelstädten, wo auch viel, viel möglich wäre. Und wenn Sie die alle zusammenrechnen, die Leute, ich habe es mir mal angeguckt, die in Mittelstädten und Großstädten wohnen. Wenn man bei denen schon mal anfängt und denen das Leben angenehmer macht, dann... Großstadt ist eine Minderheit. Wir reden nicht über das Platteland, aber wir reden über die Städte. Genau. Man muss ja irgendwo anfangen. Anfängt mit was? Und Städte fangen, wenn Sie sich anschauen, dass Oslo demnächst die Innenstadt autofrei macht, dass Kopenhagen den Fahrradverkehr mittlerweile auf zwischen 50% und 60% der Fahrten hochgeschraubt hat, einfach weil die Fahrradpolitik gemacht haben. Dass diejenigen, die Kinder, die Frauen, die alten Leute in der Regel nicht, die mit den dicken Autos sind, die würden profitieren. Wir würden also denen, die in den Städten sowieso die Schwächeren sind, denen würden wir ein angenehmeres Leben ermöglichen. Wenn wir tatsächlich mehr Platz für Fußgänger, die haben wir völlig vergessen, Fahrradfahrer und öffentlichen Nahverkehr, das ist ja eigentlich keine Geheimwissenschaft, schaffen. Dann werden auch die Städte lebenswerter. Dann kann man um die Städte rum die Autos weiter fahren lassen. Und was immer vergessen wird, ist der Lieferverkehr, der ganze Wirtschaftsverkehr. Wenn man sich mal die Städte anschaut,
soll. Also ich wohne in Berlin, wenn ich auf meine Straße schaue, da fährt eben der Lieferdienst durch, findet keinen Parkplatz, steht irgendwie in irgendeiner Einfahrt und blockiert jemanden oder bleibt mitten auf der Straße stehen. Da gegenüber ist ein Kindergarten bei uns, da kommen die ganzen kleinen Kinder raus. Der Lieferverkehr wird überhaupt nicht mitgedacht. Und Berlin ist wirklich ein ganz negatives Beispiel. Die haben gerade vor einem halben Jahr, ein Mobilitätsgesetz verabschiedet. Und ich habe mal gefragt, ja, und was ist jetzt eigentlich mit dem Lieferverkehr? Da ging es dann um Radwegeausbau, da ging es irgendwie um den Fußgängerverkehr, ÖPNV. Aber dass einfach die Leute versorgt werden wollen und dass sie einfach ins Regal greifen möchten und da liegt immer was, das wurde überhaupt nicht mitbedacht. Oder mal ein bisschen unfair, natürlich wird das gerade auch alles entwickelt, aber es kommt natürlich viel zu spät. Also man kann nicht ein Mobilitätsgesetz herausbringen, verabschieden und dann fehlt einfach ein ganz wesentlicher Teil. Und man mag jetzt über die Lieferbranche denken, was man will. Die tun schon sehr viel dafür, dass man sie mit dem Fahrrad zustellen, dass sie mit Roboter wird getestet. Es gab auch mal einen Test für Nachtzustellung, aber da ist dann auch wieder, es darf nicht zu laut sein, man muss alles richtig ausstatten, dass die Türen nicht laut zuknallen, wenn dann jemand da reingeht. Die Lkw mussten ausgestattet werden. Es war ein riesengroßer Aufwand, das überhaupt durchzubekommen bei einer Kommune. Es wurde wissenschaftlich begleitet, es wurde beobachtet, dass es auf gar keinen Fall zu laut wurde. Also da sind auch vielen Unternehmen die Hände gebunden, um überhaupt irgendwas zu verbessern. Und dann steht immer der Bürger und sagt da, ich möchte aber gerne just in time, also sofort am selben Tag beliefert werden. Ich möchte immer alles haben, aber ich möchte bitte keinen Lieferverkehr haben und ich möchte bitte vor meiner Tür ins Auto steigen. Und was eigentlich auch gar nicht geht, dieser Missbrauch des öffentlichen Raumes. Also, meinte der Missbrauch durch Autos? Autoparken, also man hat ein Grundrecht aufs Parken. Ich kann mich mit meinem Auto überall dahin stellen, wo es nicht explizit verboten ist. Noch mal, und es gibt keine Lieferzonen und deswegen muss man einfach es auch noch mal ins Verhältnis setzen. Verhaltensänderungen oder einfach auch sagen, okay, man muss alle Verkehrsträger gemeinsam denken. Ich möchte noch mal den Bogen der letzten Dreiviertelstunde in Erinnerung rufen. Wir haben an diesem Beispiel Dieselfahrverbote festgestellt, dass Grenzwerte, Begrenzungen an sich unstrittig notwendig sind, im Klimabereich auch, um überhaupt die Folgen des Verkehrs in den Griff zu bekommen, dass es unsere Gesellschaft und die Politik aber nicht geschafft hat, uns so vorzubereiten, dass wir die nötigen Grenzen auch wirklich erreichen können. Dann habe ich Sie gefragt, was kann man tun? Herr Doll sagt, ja, Verkehr wird man nicht reduzieren können, also wird man einfach, sag mal, klimaneutrale Autos oder schadstofffreie Autos bauen müssen. Und weist zugleich darauf hin, was für ein soziales Problem das ist, weil dann Mobilität sehr viel teurer werden wird und nicht mehr so bequem sein wird und billig wie heute. Meine Frage, was ist mit der Menge an Verkehr insgesamt, führt bei Frau Pinzler zu dem Hinweis, naja, es gibt Länder, die machen Großstädte autofrei oder City-Maut. Das ist ja ein Versuch, Verkehr einzuschränken. Sie haben solche Beispiele auch genannt. Mir fällt aus dem hessischen Wahlkampf ein, dass zum Beispiel Behörden aus großen Städten rausgesiedelt werden, dorthin, wo man noch Wohnungen hat, sodass man vielleicht da wohnen kann, wo man arbeitet. Also deswegen meine Frage jetzt auch in der Schlussrunde. Wie radikal müssen wir denn eigentlich werden und wie sehr müssen wir uns von der Vorstellung verabschieden, das, was wir heute im Alltag tun, einfach durch moderne Technik übersetzen zu können, Herr Traufeler? Also ich glaube, wir müssen ziemlich radikal denken. Also was die Städte angeht, ganz klar, also der Pendelverkehr kann über das Auto nicht mehr gewährleistet werden. Mhm. Wir dürfen auch keine Neubaugebiete irgendwo vor der großen Stadt bauen und dann fährt da kein Bus hin. Das geht einfach nicht. Das gebietet einfach der Raum schon nicht. Da geht es gar nicht um Klima, um schlechte Luft, sondern das ist einfach der Raum nicht mehr da. Und insofern müssen die Politiker eben anfangen, das den Menschen zu erklären. Dass sie natürlich dann auch, wenn sie das erklären, dann auch danach handeln. Das ist natürlich ganz wichtig, dass die Leute sehen, es tut sich was. Ja, die S-Bahn oder der Bus kommt häufiger. Der Service ist besser. Da kommt möglicherweise sogar auch ein Taxi. Und mit Blick auf die Uhr, die Schlussrunde, Frau Pinzler. Ich glaube, Danke. Wir müssen einfach ein bisschen mehr gesunden Menschenverstand in die ganze Sache bringen. Wir müssen Freiheit und Verantwortung zusammendenken. Verantwortung bedeutet, dass ich im Verkehr Rücksicht nehme auf die Schwachen. Verantwortung bedeutet, dass ich mich so bewege, dass es dem Klima nicht schadet. Und ganz ehrlich, ist es denn so fürchterlich, in der Stadt mal zu Fuß zu gehen? Gerade wir, die wir uns sowieso im Büro den ganzen Tag rumtreiben und uns viel zu wenig bewegen. Ich glaube, man kann das Ganze auch mal positiv denken. Jetzt mal ganz ohne Klima und ohne Stickoxide. Wie ist denn eine Stadt, wenn sie schön ist? Dann ist sie grün, dann hat sie Platz,
dann kann man sich in der schön bewegen. Also ich sehe das alles gar nicht so düster, wie das immer so klingt, sondern als eigentlich eine positive Entwicklung. Herr Doll, radikal denken finde ich grundsätzlich immer schlecht. Ich wohne in Berlin, ich finde es eine schöne Stadt, auch mit all den Autos. Und die autofreie Stadt halte ich für eine Utopie, die nie kommen wird. Wir brauchen alternative Verkehrskonzepte. Wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben jetzt, glaube ich, die höchste Masse an Verkehr. Die öffentlichen Systeme sind noch nicht so ausgebaut. Die Lieferverkehre boomen, die Leute finden das gerade ganz toll. Carsharing macht noch mehr Verkehr, das wirkt noch nicht richtig, verkehrsreduzierend. Ich glaube, dass die Summe insgesamt abnehmen wird. Und wenn Kommunen und der Bund und Länder ihrer Verantwortung gerecht werden und die Elektromobilität fördern durch Ladesäulen, dann haben wir sauberen Verkehr und dann können wir weiter mit unserem Auto fahren, denn das ist Freiheit. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas Radikales in der Verkehrspolitik geben wird. Man muss auf jeden Fall auf alternative Antriebe setzen. Das wird sehr lange dauern. Man muss vernünftige Lieferkonzepte im Güterverkehr schaffen, damit weniger Verkehr entsteht. Man muss den Leuten sagen, fahrt weniger Auto, kauft weniger Autos. Man müsste in den Städten Konzepte entwickeln, wo geparkt werden kann. Und ich glaube, die Verkehrspolitik ist nicht revolutionär, sondern evolutionär. Dazu müsste sie ernst genommen werden. Dazu müsste eine Regierung es schaffen, eine klare Linie und nicht verschiedene Linien der einzelnen Parteien umzusetzen. Und es gibt immer dieses große Wort Chefsache. Vielleicht ist das die Botschaft, dass wenn wir dort etwas sehr Existenzielles ernsthaft erreichen wollen, es auch eine größere Bedeutung für die Chefin oder den Chef einer Regierung haben muss. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Runde. Empfehle Ihnen, falls Sie in der ARD dabei sind, den Bericht aus Brüssel im ARD-Europa-Magazin, der auch auf eine Grenze schaut, auf die wir zulaufen, nämlich den Brexit. Und bei Phoenix und im Radio sind wir gleich wieder da mit Presseclub nachgefragt. Danke, tschüss, schönen Sonntag. Lassen Sie es gut gehen. Und willkommen zurück. Presseclub nachgefragt im Radio bei WDR 5, im Phoenix Fernsehprogramm. Und zunächst mit Manfred Raabe aus Hünfeld. Guten Tag, Herr Raabe. Verraten Sie mir zunächst, wo Hünfeld ist? Hünfeld, das liegt im Kreis Fulda. In Hessen. Willkommen in der Sendung. In Hessen, Sie sind dran, Herr Raabe. Sie haben das Wort. Ich glaube, Sie haben irgendwie Ihren Fernsehapparat im Hintergrund laufen. Den müssten Sie stumm stellen, sonst verstehen Sie mich nicht zum richtigen Zeitpunkt. Ja, ich bin jetzt weggegangen, ja. Sie sind dran, Sie haben das Wort. Herr Raabe, wir müssen das nochmal, ich schmeiß Sie nochmal raus. Ich hoffe, wir kriegen Sie wieder zurück und gehe nach Frechen. Das ist ganz in der Nähe von Köln zu Carla Krakow. Guten Tag, Frau Krakow. Guten Tag. Ja, ich habe eine Frage. Und zwar ist es nicht einfach so, dass in anderen EU-Ländern hat man ja dieses große Problem mit Emissionen ja nicht so wie in Deutschland. Allerdings, oh, jetzt wird hier gebohrt. Allerdings ist es ja auch so, dass die alle ein Tempolimit haben. Verstehen Sie mich noch? Wenn Sie es schnell machen, verstehen wir Sie, ja? Ja, 130 genau. Bis 150 maximal in Wohngebieten, 50 und so weiter. Dadurch sind natürlich die Autounfälle viel begrenzter, viel weniger tödlich als in Deutschland. Ja. Einerseits, aber andererseits wird ja auch gesagt, dass durch dieses Tempolimit die Emissionswerte ja auch gesenkt werden könnten. Allerdings habe ich Zweifel, ob das jemals durchkommt, weil die Autolobby hier doch sehr stark ist. Mhm. Ja, danke, Frau Krakow. Wer mag beantworten, ob die geringeren Probleme in anderen Ländern auch mit den dortigen Tempolimits zu tun haben? Das war ja der Kern der Frage, Herr Doll. Gibt es unterschiedliche Zahlen? Je nachdem, wie man fragt, kriegt man auch unterschiedliche Antworten zu diesem Thema. Das Bild, das sich für mich zeichnet, ist, dass Tempolimits weder für drastisch weniger Schadstoffe in der Luft sorgen, noch für drastisch weniger Unfälle. Wir haben in Deutschland kein Tempolimit. Ein Drittel aller Verkehrskilometer in Deutschland werden auf den Autobahnen zurückgelegt. Es gibt aber nur dort 12% der im Verkehr Getöteten. Die meisten Toten gibt es auf den Landstraßen. Aber die Landstraßen machen nur 40% der Kilometerleistung aus im Land. Es gibt aber dort 60% der Verkehrsunfälle. Wir haben ein Tempolimit auf Landstraßen, wie wir wissen. Insofern müsste es dort eigentlich weniger Unfälle geben. Es gibt aber tatsächlich mehr. Das heißt, ich glaube, ein Tempolimit alleine ist kein Allheilmittel.
Okay, das ist ja, Frau Krakauer, Sie haben das gesagt, eine ganz schwierige Frage in Deutschland. Gibt es jemanden hier am Tisch, der für ein Tempolimit ist? Wir hatten sogar schon mal eins zu Willy Brandts Zeiten für ein halbes Jahr. Das hat der ADAC dann wieder gekippt. Gut, also das ist das, Frau Krakauer, was ich Ihnen als Antwort hier anbieten kann. Wir machen ja hier keine Diskussion bei Nachgefragt, sondern wirklich Ping-Pong mit Ihnen. Danke, dass Sie angerufen haben. Und dann gehen wir gehen zu Marc Wegener, Bad Soden am Taunus. Guten Tag, Herr Wegener, Sie haben das Wort. Ja, schönen guten Tag in die Runde. Also ich habe mir letztes Jahr einen neuen Diesel gekauft. Der hatte 2014 einen Euro 5 Diesel, natürlich auch angepriesen damals als CO2. Hm. Und den musste ich dann letztes Jahr verkaufen. Und habe natürlich dann viel weniger Geld bekommen. Also ich bin praktisch schon enteignet worden. Und jetzt ist die Frage, was ist für Leute wie mich, dass ich sagen kann, wo kriege ich diese paar tausend Euro, die ich weniger bekommen habe, weil jeder gesagt hat, nee, Euro Diesel kann man nicht verkaufen, muss man ins Ausland gehen. Wo kriege ich dieses Geld her, an wen kann ich mich wenden, dass ich sage, ja, da habe ich einen Verlust gemacht, der ist natürlich auch schwierig zu beziffern. Aber wie kann ich da vorgehen, dass ich sage, ja, zumindest einen Teil davon kriege ich zurück? Ja, also bitte, Herr Traufer. Ja, also ich befürchte, dass ich Ihnen da nicht viel Hoffnung machen kann, wenn Sie den Wagen schon verkauft haben. Es wäre natürlich überlegenswert gewesen, wenn es ein Auto gewesen wäre, wo entsprechende Manipulationen festgestellt worden sind, dass Sie hätten klagen können. Wenn Sie eine entsprechende Rechtsschutzversicherung haben, das würde ich da auch immer so gleich einwenden. Nachträglich wird das natürlich schwierig. Also, bitte, Herr Wegener. Ja, das ist klar. Also ich denke nicht, dass da, es war jetzt kein VW, es war ein Opel, wo ich jetzt nicht wüsste, dass die manipuliert haben. Aber das Kernproblem ist ja, also man hat letztes Jahr gehört, okay, es kommen die Fahrverbote ab nächsten Jahr für Euro 5. Und dann muss ich irgendwas machen. Ich bin beruflich auf mein Auto angewiesen und fahre in verschiedene Städte auch, um Kunden zu besuchen. Und ja, was mache ich? Ich brauche ein neues Auto, mit dem ich sicher fahren kann und wo ich auch Planungssicherheit habe als Selbstständiger. Und das ist halt das Problem. Da sagt keiner ja, sondern man ist auf sich selbst und die Autoindustrie oder die Politik kümmern sich um einen nicht. Das ist genau das Dilemma, Herr Wegener. Also wir können Ihnen da leider auch keine Antwort bieten. Was mir jetzt durch den Kopf ging, vielleicht auch eine Anregung für Finanzpolitiker. Normalerweise kann man ja, wenn man berufstätig ist, die Aufwände und Belastungen, die man hat, zumindest von der Steuer absetzen und damit einen Teil zurückbekommen. Mhm. Also ich sag mal Stichwort besondere Belastung. Also wäre es nicht fair, dass die Steuerbehörden zumindest anerkennen, wenn sie diesen Schaden nachweisen können, dass sie ihn nicht alleine tragen können. Aber das ist nur so eine Idee. Wir sind ja keine Verbraucherberatung hier. Und was Sie gesagt haben, ist ja im Kern sehr politisch. Also vielen Dank, Herr Wegener. Danke. Tschüss. Und dann sind wir in Wiesbaden bei Joachim Börner. Guten Tag, Herr Börner. Ihre Anmerkung oder Frage? Ja, einen wunderschönen guten Morgen an die Runde. Meine Frage ist, wird die Verkehrspolitik und die Dieselfahrverbote, wird das nur ideologisch geführt und ohne Sachkompetenz? Wenn ich mir so die Seite der Deutschen Umwelthilfe und den Grünen betrachte, ich will das auf die Schnelle machen, Elektroautos sind auch umweltschädlich. Um Elektroautos aktiv in den Städten fahren zu lassen, brauchen sie Unmenge an Ladestationen. Warum werden nicht die Wasserstoffautos favorisiert? Sollte die Mobilität der Menschen eingeschränkt werden, gerade der Lieferverkehr, Wirtschaftsverkehr? Und wenn ich dann sehe, wie viele Menschen sich Dieselautos gekauft haben, haben ja etliche hier in der Bundesrepublik Deutschland jetzt schon einen immens hohen wirtschaftlichen Schaden. Wie steht die Runde dazu? Ich bin gespannt auf Ihre Antwort. Danke. Ja, sehr gerne. Gibt es jemanden, von dem Sie gerne eine Antwort hätten? Ich lasse die Frage offen an jeden. Gut, dann schaue ich mal Frau Landwehr an. Gerne. Ja, ich würde diese Debatte gerne sofort beenden. Was ich eingangs schon sagte, man versucht die Grenzwerte ein wenig auszudehnen und man verpflichtet die Hersteller nachzurüsten, um den Verbrauchern unter die Arme zu greifen. Und dann wendet man sich wichtigeren Themen zu, also CO2 oder
Zum Beispiel, wie verlagert man eigentlich Verkehre von der Schiene, von der Straße auf die Schiene? Das ist ein riesengroßes Thema. Die Schiene ist nicht, hat nicht genügend Kapazitäten, aber die LKWs verstopfen die Autobahnen. Beim Personenverkehr ist es ganz genauso. Private Menschen sollten auch besser mit der Bahn fahren als mit dem Auto. Also das ist eigentlich ein Thema, was viel, viel wichtiger ist, was noch viel stärker diskutiert werden sollte als dieses Dieselproblem. Wir haben viele Anruferinnen und Anrufer, deswegen versuchen wir einfach mal ein bisschen Tempo zu machen. Lukas Brandes aus Wolfenbüttel. Guten Tag, Herr Brandes. Schönen guten Tag in die Runde. Ich würde gerne mal zu etwas, was Frau Pinsler gesagt hat, Bezug nehmen, weil sie eben Oslo genannt hat. Ein wichtiges Thema ist für mich auch die Elektromobilität im Individualverkehr. Der Anteil der E-Autos in Deutschland ist immer noch bei unter 2%. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Norwegen, ist jedes zweite neu zugelassene Auto ein elektrisches. Und die haben aus meiner Sicht etwas sinnvollere Maßnahmen ergriffen zur Förderung und zur Forcierung von Elektroautos. Neben den Steuerbefreiungen wurden auch eben Busspuren für E-Autos freigegeben, also wie das bei den Taxis auch ist, was maßgeblich für diesen Anstieg mitverantwortlich ist, da das E-Auto wirklich einen starken Vorteil bekommt gegenüber den Verbrennern oder Diesel, gerade in den Großstädten. Meine Frage ist, wäre so eine Pull-Faktor-Maßnahme in Deutschland auch möglich? Es ist ja eine Maßnahme, die maßgeblich zu Erfolg geführt hat und Österreich will das jetzt ebenfalls in die Straßenverkehrsordnung aufnehmen. Ich gebe die Frage mal in die Runde. Ja, danke, Herr Brandes. Sie haben Frau Pinsler angesprochen. Wollen Sie antworten, Frau Pinsler? Ich habe mir das in Norwegen tatsächlich auch mal angeschaut. Das ist bei uns nicht nur notwendig, nicht nur möglich, sondern ganz dringend notwendig. Und zwar gar nicht nur, damit wir in Deutschland uns verändern und die Art, wie wir fahren, verändern, sondern auch wegen des Wirtschaftsstandorts. Wir leben sehr stark von der Autoindustrie. Und wenn wir sehen, dass in immer mehr anderen Ländern E-Autos verkauft werden und wir da nicht vorne dran sind, auch bei dem Umsetzen, dann sehe ich tatsächlich auch schwarz für viele Jobs in Deutschland. Also ich glaube, es ist dringend an der Zeit, das zu tun. Das könnte man ganz einfach, um ein konkretes Beispiel zu nennen. Man könnte beispielsweise die Steuerbefreiung beim Diesel. Also das wird für Diesel weniger Steuern bezahlt als für Benzin. Das wäre ein Anfang. Das könnte man abschaffen und diese Steuer dann beispielsweise Elektroautos zugutekommen lassen. Also da wäre sehr, sehr viel möglich. Man müsste es nur eben tun. Dankeschön, Herr Brandes. Gruß nach Wolfenbüttel. Wir gehen nach Buchenberg bei Kempten im Allgäu. Herbert Richter, guten Tag. Herr Richter. Ja, grüß Gott, hier ist Herbert Richter. Grüß Moment. Ich möchte nur darauf hinweisen, als Vorbemerkung, dass die Dieselfahrer ja zumindest Kfz-steuermäßig immer noch die größere Last tragen zum vorgehenden Beitrag. Ja. Aber jetzt, warum spielen eigentlich die Emissionen von Schiffen und Flugzeugen eine so geringe Rolle? Ich frage mich wirklich, ob hier nicht bestimmte Durchstechereien sind. Auch das Thema Wasserstofftechnologie ist schon angesprochen worden. Und ich habe den Verdacht und frage jetzt die Runde, ob wir nicht auf dem Weg in eine Ökodiktatur sind. Gut. Von wem hätten Sie gern eine Antwort? Ja, notfalls von Herrn Doll zum Beispiel. Notfalls? Ja. Dann mache ich das doch gerne notfalls. Ich glaube, wir sind nicht auf dem Weg in eine Ökodiktatur, sondern wir stellen uns den klimatechnischen und gesundheitstechnischen Herausforderungen, die nötig sind. Ihr Hinweis, dass Schiffe einen großen Anteil an diesen NOx-Emissionen haben, ist sehr wertvoll und ist auch richtig. Was wir bei der ganzen Diskussion immer ausblenden, ist ja die Tatsache, dass eben nicht nur Pkw, sondern eben auch Schiffe und Industrieanlagen sehr viel Stickoxide in die Luft blasen. Ich glaube, dass man sich aber trotzdem auf die Pkw jetzt konzentriert, weil man damit einfach auch Verkehrsentlastung in den Städten erreichen möchte. Und das andere mit den Schiffen, da kommst du einfach schwer ran. Das ist ein Wirtschaftszweig, der ist wichtig für die Versorgung. Wenn du jetzt an die Schiffer gehen würdest, würde man außerdem einen Industriezweig nachhaltig schädigen. Okay, es ist noch eine Frage, die jetzt zweimal schon so angeschliffen wurde, die ich auch hier noch mal auf dem Display sehe. Frau Landwehr, können Sie in wenigen Sätzen sagen, warum das Wasserstoffauto, das viele für die Lösung halten, scheinbar nicht wirklich forciert wird?
Es wird mittlerweile forciert. Es wurde sehr lange vergessen. Okay. Jetzt gibt es dafür Geld im Haushalt, um das zu fördern. Das Problem ist einfach, um dieses Wasserstoff herzustellen, ist ein sehr hoher Energieaufwand notwendig. Man braucht sehr viel Wind- oder Sonnenenergie, die dann im Umwandlungsprozess, bis man Wasserstoff hat, verloren geht. Das heißt, dieser Wirkungsgrad, also das, was man im Endeffekt nutzen kann, ist sehr gering im Vergleich zum Beispiel zu Autos, wo man die Energie direkt nutzt. Da ist aber, wird geforscht und die Verfahren werden immer besser und kostengünstiger. Es geht alles nicht sehr schnell und man erwartet irgendwie nach 2030, 2035 ist das vielleicht eine Technologie, die wirklich spruchreif wird. Okay, dann danke. Gruß nach Kempten an Herrn Richter und dann gehen wir. Es gibt viele, viele Anregungen. Eine zum Beispiel kommt, glaube ich, jetzt von Wunibald Lange aus Münster. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe einfach nur Ich glaube, dass hier Zeit versetzt. Ja, das Moment. Ja, alles klar. Ich sage einfach meine Sache jetzt dazu. Fakt ist, dass doch einfach aus den Schornsteinen von Ölheizungen, die auch Diesel verbrennen und sowas, genauso schlimm wie Autos, nur ist da kein Filter oder gar nichts reingeschaltet. Das ist auch ein Problem in den großen Städten und so, sage ich nur einfach mal. Und nochmal auf die Batterietechnik zurück. Man verwendet heute Lithium-Ionen-Akkus. Die lassen sich circa 2000 Mal nachladen, aber vorher verlieren die schon furchtbar an Leistung. Ob das wirklich sinnvoll ist, das kann nicht die Zukunft sein, weil die Dinger viel zu teuer sind. Die müssen viel zu schnell ausgetauscht werden. Und da wird man nicht lange die 200 Kilometer mithalten können, die einem da garantiert werden. Nach 20 Mal tanken hat man schon 10% verloren einfach bei diesen Fahrzeugen. Aber ich sage da jetzt nicht mehr zu, denkt über die Kamine und Schornsteine nach, was da für ein Dreck rausgeblasen wird. Vielen Dank, Herr Lange. Ja, tschüss, wir sind auch fast am Ende der Sendung. Deswegen in einem Satz Thema Heizungen. Kann jemand mit einem Satz sagen, ist das erkannt, ist das wichtig? Ja, ich hoffe ja mal, dass wir schon in Kürze keine Ölheizung mehr in Städten haben. Bei den Kaminen ist es vielleicht noch ein bisschen komplizierter. Man kann aber Stickoxide aus Autos relativ gut zuordnen, weil da höhere Verbrennungstemperaturen stattfinden und damit halt eben auch ganz besonders Stickoxide entstehen. Okay, und die Beschreibung der Akkus, ist das zutreffend? Ist auch da, sag mal, ein weiterer Entwicklungsschritt nötig, weil die jetzt verwendeten Akkus nicht lange genug halten? Nicken am Tisch. Dann habe ich noch eine Frage von Christine Klose aus Heisenbach. Es leben hunderttausende Menschen auf dem Land, die sich kein E-Auto leisten können. Was sollen die machen? Was ist die Lösung für die Menschen, die nicht in Städte fahren oder in Städten leben? Wollen Sie eine pragmatische, schnelle Lösung? Ja. Dann würde ich auf dem Land jetzt vorerst die Dieselfahrzeuge so weiterfahren wie bisher, weil man auf dem Land vorerst, glaube ich, nicht mit Fahrverboten rechnen muss. Und vielleicht klärt sich die Situation ja relativ schnell auf. Ich bedanke mich bei Ihnen für die vielen Anrufe und Einträge im Gästebuch, bei Ihnen am Tisch. Und nochmal Tschüss aus Köln, schönes Wochenende.